Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, letztes Mal haben wir unser Auto zum Glück schon repariert, dann können wir eigentlich direkt losfahren. Da hinten beschwert er sich noch. Warum beschwert er sich da hinten? Ist doch in einem wunderbaren Zustand. Naja, vielleicht mal ein Farbkleckser noch drauf. Und wunderbar. So, getankt ist hoffentlich. Ich glaube, das passt alles. Dann wollen wir noch mal kurz sehen, ob wir was Wertvolles erforschen können, was uns weiterhilft. Experimentelle Lademaschine, fortschrittliche Antenne, kann ich nicht. Was brauche ich denn da? Limmagnet und Leiterplatte, die würden sich wahrscheinlich machen lassen. Außer der Limmagnet, keine Ahnung, wie ich den schon wieder machen muss. Plasma und Leiterplatte, Plasma müssen wir auf jeden Fall finden. Werkzeuge, thermaler Staubsauger, okay. Ersatzglühbirnen-Kit, das kennen wir ja auch schon. Da oben ist ein Olympiumbrenner. Können wir, glaube ich, gerade nicht machen. Da fehlen uns einfach Sachen. Befreier V2 können wir machen. Also, der lohnt sich eventuell. Können wir auch öfter einsetzen. Aber wir haben noch einen im Inventar. Den würde ich zuerst mal kaputt machen. Seitliche Flutlichter können wir auch machen. Hätte ich gerne. So. Hui. Ich hoffe, die bringen auch was. Schauen wir mal, ob man die craften können. Seitliche Flutlichter. Stimmt, da wo die Lampen sind. Ja, herstellen. Herstellen, herstellen, herstellen. Herstellen. Wunderbar. Ich hätte die aber nicht gern da hinten. Ich hoffe, ich kann das abnehmen. Ja. Also für jetzt ist in Ordnung, aber ich will das später gern irgendwie weiter vorne haben. Na gut, ich würde sagen, Route ist schon geplant. Dann fahren wir einfach. Ja, Motor starten. Wird Sinn ergeben. Und auf geht's. Licht funktioniert. Das ist mitunter das Wichtigste. So. Ach, ich sehe hier sogar meine seitlichen Teile. Weiß nicht, wie ich das Flutlicht an der Seite anmache. Vielleicht hier drüber. Vielleicht mit F ändern. Dank LIM-Technologie verbesserte erste Hilfe für unterwegs. Okay. Seitliche Flutlichter haben wir hier auch. Dann nehmen wir doch mal die da. So, passt. Ui. Das brauche ich aber auf beiden Seiten und ich glaube, das schluckt ganz schön Batterie. Aber wenn es dunkel wird, wird das hilfreich sein. So. Wo wollen wir denn hin? Nach da oben. Das heißt erstmal nach hier. Nein! Ich hoffe, der hat die richtige Route jetzt gewählt. Hat ein bisschen geleckt und dann. Ah, wir werden schon richtig rauskommen. Alle Wege führen nach Rom oder so ähnlich. So, da war nochmal was, was ich nicht mehr weiß, was es tut. Und hier sollte man wenigstens ein paar Chemikalien rausholen. Na gut, auf geht's. Zone ist aktiv, Werkzeug haben wir alles dabei. Impuls haben wir sogar hinten im Auto drin, da kann gar nichts mehr schief gehen. Scheibenwischer noch für den Wow-Effekt, damit die Scheibe klar ist. Türen sind auf? Oder ist das eine Macke? Nö. Doch, eine Tür ist auf. Okay, wenn man den Scheibenwischer aktiviert, öffnet sich die hintere Tür. Wissen wir auch Bescheid. Oh, hier sieht schon wieder scheiße aus. Das tut meinem Auto doch nicht gut. Muss doch looten. Da ist der erste Kamerad, den man looten kann. Und direkt wieder den Gang einlegen. Das wird sowas von das Automatikgetriebe zerreißen. Aber wenn das Spiel sich nicht ordentlich genug beschwert, dann kann ich auch nichts dafür. So. Ja, das haben wir schon. Primitive Tür, bauen wir doch alles ab. Lieben gerne sogar, können wir diesen alten Zerhäcksler auch mal abnutzen. Na, ich nehme ein bisschen Schaden. Ist wohl doch nicht so angenehm, die Zone hier. Oder das kraxelt ein bisschen weiter. Oh, hier geht's wieder. Na gut. Gut, Tür mach mal zu. Die muss nicht offen sein. Und weiter geht's. Also, Gang einlegen. Vergesse ich immer. Frag mich, ob da oben. Nee, das sieht nicht nach einem. Egal, wir schauen trotzdem nach, ob das ein richtig gutes Auto ist. Wieder mit so Panzerplatten. Sieht aber nicht so aus.
Also ein grünes hat man auch nie. Ah. Ja, die Häschen muss ich jetzt abschütteln. Das geht nicht. Kaputte Häschen, weg mit euch. So. Nein, doch kein Rückwärtsgang. Was machst du denn? So, weg mit euch. Na, zumindest ist das hier auch Stahl. Das ist ganz gut. Weil wir alles nehmen. Auto steht da. Irgendwie steht's da. Rollt nur leicht vor sich hin. Nein, jetzt ist kaputt. Na gut. Noch ein Häschen. Nee. Gang ist einfach nicht eingelegt. Nein, gegen den Baum. Scheiße. Ah. Na gut. Dann geht's mal Richtung Wegpunkt und dann rüsten wir uns neu aus. Dem Auto geht's ja soweit noch ganz gut. Zum Glück machen die Häschen aktuell nicht so viel. So, da hinten sind natürlich auch Sachen zum Looten. Da gehen wir mal kurz hin. Da rein wird sich nicht anbieten. Zumindest nicht ohne mehr Schutzkleidung. Die müssen wir auch irgendwann machen. So, aber den Mülleimer können wir noch durchforsten. Zumindest Plastik gibt es einiges. Nein! Ich dachte, ich komme rechts vorbei. Anscheinend nicht. So, Rohrpost und Rohrpost. Will ich natürlich schauen, was drin ist. Na gut. So, da ist der Stabilitätsanker. Ich glaube, den nehme ich einfach mal mit. Der ist so nah dran. Oh, lohnt sich nicht, das Auto extra dafür zu holen. Außerdem wird es dann in diesem Umkreis auch wieder ein bisschen instabiler. Reicht ja, wenn ich nur auf die Fresse bekomme und nicht nur mein Auto. Lauf! Lauf! Bevor mich irgendwas packt von hinten. Nein! Die Häschen mal wieder. Weh, die lenken mich jetzt da rein. Die haben aber die richtige Tür aufgemacht. Das ist schon mal schön. So. Rein mit euch. Rein mit euch da. So. Schöne fancy Musik dazu. So muss das. Machen die immer alles an. So. Da ist ein Entführer. Wir müssen dahin. Dann schauen wir doch einfach da noch vorbei. Und dann geht's ab in die nächste Zone. Bis jetzt ist das Auto aber, bis auf dass die Türen sich ab und zu öffnen, doch noch in ganz gutem Zustand. Das kenne ich gar nicht von mir. Das sieht auch nach einem wertvolleren Auto hier aus. Da müssen wir noch mal kurz anhalten. Wollt ja eh das Werkzeug ausrüsten. So, den Plasmaschneider und den Impulshammer. Plasmaschneider zuerst. Das sieht nämlich wertvoll aus. Ja, Stahlplatte. Ach, das ist ein klasse Gerät. Wieso nicht gleich so? Macht echt Spaß damit. So. Was haben wir hier drin? Zumindest eine Fackel noch. Das ist gar nicht so schlecht. Na, ich dachte, hier wäre auch eine Stahlplatte. Komme ich zumindest nicht ran. Also würde ich schätzen, ich habe mich geirrt. So. Wertvolles Zeug. Sehr, sehr wertvolles Zeug. Dann kann es auch schon weitergehen. Na, die Entführer mucken da hinten wieder ein bisschen auf. Schnell Mopsgeschwindigkeit nach vorne. Können vielleicht auch das Radio anmachen. Sind mal ein bisschen unterhalten, während wir hier unser Auto beschädigen. Nein! Starke Leitplanke. Dann fahren wir die Straße halt entlang. Boah, das wirkt noch richtig. So, das sieht nicht so wertvoll aus. Nein, wieder Häschen. Wieder Häschen. Scheiße. Scheiße.
Ah, hat mich gar nicht erwischt. Nein, nicht zurück. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Irgendwas hält mich. Habe ich den Gang? Okay. Ist zurückgerollt, trotz eingelegten Gang. Das finde ich aber nicht sympathisch. Nein, 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 nein. Ich brauche den Hammer ganz schnell. Das war jetzt wieder scheiße. Ah, muss ich, glaube ich, eine Konserve fressen. Weil so mit Gesundheit ist aktuell nicht so. So, die benutze ich. Das kann auch inzwischen wieder da rein. Schön Konserven fressen. Auch das behalten wir mal im Inventar. Und das kommt alles. Alles ins Auto. So, wunderschön. Geht uns wieder gut. So soll das sein. Und jetzt leicht nach links. Radio mache ich kurz wieder aus. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe doch nichts, wenn das Radio läuft. Na? Achso, das wird wieder so eine Antenne sein, denke ich. Weiß noch nicht, was die bringen, aber wir werden in einem Stück ankommen. Vielleicht nicht in einem guten Zustand, aber in einem Stück. Ja, sind ja da. So, noch ein Entführer, auf die habe ich gerade gar keine Lust. Achso, das waren Audioaufnahmen, ich erinnere mich. So, die Hammer. Da, dann geht's Richtung Ausgang. Jetzt müssen wir wieder hoch. Das, dann habe ich das ja relativ doof gemacht. Ich schau noch mal, ob wir hier irgendwas finden. Entführer. Der wird mich nicht kriegen, weil ich viel schneller bin. Oh, da ist noch einer vor mir. Das ist jetzt belastend. So. Ich glaube, ich habe ihn abgeschüttelt. Oder auch nicht. Wir fahren trotzdem mal. Ne, da ist er ja. Einmal den Berg hoch, bitte. Ja, zieh mich. Nein! Ist der Airbag aufgegangen? Au. 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 Limpuls. Keine Ahnung. Steig mal aus. Oh je. Notteleport. Ja, ein Glück haben wir das. Nein! Arsch. So ein Arsch. Und ich dachte, ich komme hier mit dem heilen Auto raus. So, jetzt aber einmal nach oben. War dämlich, hier runter zu fahren. Mensch, sieht das steil aus. Aber wir haben doch eigentlich ein ganz gutes Auto. Aber nicht für... Na? Immer ein Stück weiter, immer ein Stück weiter. Wir haben es bald geschafft. Wir kommen langsamer voran. Über Stock und über Stein. Nur nicht runterrutschen. Komm schon, Kante. Ja! Ich liebe dieses Auto. Das braucht aber dringend einen anderen Motor. Dann haben wir da ein bisschen mehr Chancen. Ja, ich würde sagen, das ist doch noch Premium-Kondition hier. Nur leicht gebraucht. Da können wir weiter mitfahren. So, wir sind dann... Okay, noch ein Knotenpunkt und dann sind wir schon am Ziel. Das ist schön. Dann versuche ich das Auto bis dahin halbwegs solide und stabil zu halten. Damit es nicht komplett davor auseinanderfällt. So, da ist nochmal Audioaufnahme. Interessiert mich nicht. Mensch, hier ist hier eine ganze Ansammlung. Da könnte man tanken. Ansonsten gibt es da auch sehr viele Häuser. Mich interessiert aber im Moment erstmal die Energie. Das heißt, wir nehmen die erste rechts. Und Batterie ist schon wieder ziemlich am Arsch. Ein Glück habe ich ein Starthilfe-Ding hinten drin. Hoffe ich zumindest. Ja, sonst müssen wir wieder ohne Licht fahren. Na, kriegen wir auch hin. Oh? Muss hier doch nach rechts. Ganz schön Gewitterziegen sind hier. Ah, wieder solche Blitzhäschen. Ich finde, die hätten die Gewitterziegen nennen können. Nein! So, abgeprallt, hoffe ich. So. Die Puppen wollen wir nicht weiter stören.
die Anomalie hier auch nicht. Wir wollen einfach ganz gemütlich weiter. Wieso ist denn jetzt meine... Na vorne, meine Motorhaube wieder so beschädigt? Die war doch gerade noch in Premium-Kondition. So Natrium-Dampflampen brauchen wir aktuell nicht. Der hat Reifen drauf. Die würden vielleicht was bringen. Einmal anhalten. Solange wir die Chance dazu haben. Bitte ausrüsten. Nicht den Hammer. Das andere Ding sollte ich auch mal wieder zuweisen. So, Offroad-Reifen. Hier mit dem ganzen schönen Schrott. Ja, so viel Federn. Na, nicht verstecken. So, haben wir noch bekommen. Wunderbar. Noch ein Offroad-Reifen. Der sieht aber nicht mehr so gut aus. Zumindest vom Umriss gerade. Ansonsten hat er gute Konditionen gehabt. Warum auch immer. Ja, mach halt Geräusche. Das macht mir doch gar nichts aus. So, Mensch, hast du viele Reifen dran. Und in so einem gesundheitlichen guten Zustand. Wie macht der das? So. Mehr hat er aber nicht für uns. Dann wollen wir mal weiter. Ja. Und dann müssen wir irgendwie, sobald wir das geschnappt haben, die Straße nach links finden. Da kriegt man auch noch hin. Okay, da rechts ist, glaube ich, nochmal Rohrpost. Da sind wir knapp daneben gefahren. Das ist gut. Freut sich das Auto. Und vor uns ist wieder... Aha. Die mögen hier diese Stromteile. So, das wird gleich wieder spannend. Parken wir direkt daneben und hauen dann dementsprechend schnell ab. Noch geht das. Schauen wir mal erstmal hier, was wir haben. Na, was raschelt da? Keine Häschen. Die können wir jetzt nicht gebrauchen. Nehme ich alles mit. Nehme ich auch alles mit. Fackeln braucht man unbedingt. Da ist fast alles an Fackel verloren gegangen, weil ich die zu gerne auf diese Crash-Test-Dummies werfe. Dann explodieren die so schön und gruseln mich weniger. Die Stahlplatte hätte ich eigentlich absprengen sollen. Hätte ich meine Karosserie, meine Motorhaube gleich ersetzen können. Nicht die ganze Karosserie, nur ein Teil. Na egal. Dem Auto geht's noch gut. Den Autos hier geht's nicht gut. Weil ich die zerlege. So. So. Aber für Stahlplatten lohnt sich das heute. Und für Fackeln. Für Plasma noch nicht so. Obwohl, da haben wir auch schon mal wenigstens ein, zwei eingesammelt. Es geht auch schlechter. So. Ja, die Reifen lasse ich dran. Und ansonsten vielleicht hier noch. Auch eine Stahlplatte. Und drei Fackeln. Ich glaub's ja nicht. Stahlplatte. So. Ja, Motorhaube muss ich mal schauen. Entweder der hat hier noch eine ganz gute, die mal absprengen. Nee, sieht nicht so aus. Na gut. So, nehme ich alles. Ich glaube, wir haben aber genügend, um eine Stahlplatte nachzumachen. Schauen wir uns das doch einfach mal an, bevor wir das Teil aufnehmen. So. Werkbank. Stahl. Nee, Stahltür. Was fehlt denn? Herstellen nicht möglich. Ach, Stufe 2 brauche ich im Auto. Ja, das ist Pech für mich. Die Tür habe ich doch aufgemacht, oder? Ja, ist gut, ist gut. Und weg mit uns. Das mag die Umgebung immer nicht. Nein, ich habe ausgemacht. Das ist ganz ruhig geblieben bis jetzt. Was ist denn da los? Na gut, da beschwere ich mich nicht weiter. So, Wegpunkt, das rechts könnten wir einsammeln. Ja, wäre vielleicht sinnvoll. Ist ja gleich praktisch an der Kreuzung. Dann nehmen wir die nächsten Anker auch noch mit und dann nichts
Wie raus hier zum Missionsziel. Boah! Ich schau wieder so ein Häschen. Ich will so ein Gesundheitshäschen. Die hat man jetzt ewig nicht mehr. Na, die sind so sympathisch. Die heilen mein Auto hoch. Das hätt's echt mal wieder nötig. So. In der Hoffnung, dass wir hier auch schnell wegkommen. So. Tür ist auf. Gut. Auto rollt sogar noch. Hab keinen Gang eingelegt. Hab mich auf Parken gestellt. Das ist doch super. Komm mal ja noch schneller weg. Oder? Nee, ich bin auf Parken. Ah, scheiß. Wie viel von euch gibt's denn? Ja, gleich zwei Stück. Könnten mir gestohlen bleiben. Und Auto ist sehr unzufrieden damit, was gerade mit ihm passiert ist. So, Wegpunkt direkt voraus. Das hört sich doch gut an. Wir schauen, dass wir diesmal nicht in die Dummies fahren. Und dann in der nächsten Zone müssen wir vielleicht, oder kurz vor Ende der Zone müssen wir das Auto ein bisschen reparieren. Weil da können wir uns wahrscheinlich nur auf das Missionsziel konzentrieren. Nein. Weg mit euch, Häschen. Scheiße, hab mir wieder eins gefangen. Ah, muss ich wegmachen. Immer schade, dass man dafür anhalten muss. Da klebst du ja. Und tschüss. Ha. Okay, sind zumindest gleich an der nächsten Zone. Lang auch kein Truck mehr gesehen, leider. Da ist immer das gute Zeug drin. Und meine Windschutzscheibe ist etwas geborsten und die knackt auch noch fleißig. Vielleicht sollte man die hier reparieren. Halt mal an. Glaub, da braucht man einfach ein Abdichtkit. So. Ran an die Scheibe. Wunderbar. Was ist sonst noch der Meinung, dass es ein bisschen mehr Liebe braucht? Die Stahlplatte hier vorne. Warum nicht? Hä? Ich habe nicht getroffen. Na gut, machen wir es nochmal. Flatsch. So soll das sein. Scheinwerfer so mittel. Gepanzerte Platte so mittel. Oh, dem Reifen geht's gut. So. Das passt, das passt, das passt. Ja, gibt bessere Platten. Die Tür ist auch noch sehr gut. Was beschwert sich das Auto denn so? Ist doch alles hier wirklich in guter Kondition. Was liegt eigentlich darum? Hallo? Primitive Tür. Aber die brauche ich im Moment nicht. Na, schön, dass sie rumliegt. So, ich würde sagen, das selektieren wir einfach mal. Das kommt wieder auf die 1, das kommt auf die 2, kommt auf die 3. Ja. Das hier kommt auf die 4. Und mehr braucht man gerade nicht. Okay, maximale Deckgröße erreicht von den Stahlplatten. Oh, ich bin gerade etwas schnupfig. Das tut mir leid. Das ist Carbonglasfaser und die restlichen Dinger. Für schnelle Looten tun wir die auch mal da rein. So, weiter geht's. Auto ist eigentlich in gutem Zustand. Meiner bescheidenen Meinung nach. Lampen haben wir nicht. Batterie ist ausgefallen. Und hinter uns kommt schon Instabilität. So. Starthilfe-Ding. Mach mal zu, mach mal auf. Wähl mal aus und... Ich dachte, ich habe das jetzt in der Hand. Achtung! Hui! Gutes Teil. So, jetzt können wir aber in die nächste Zone. Sogar mit Licht. Das ist wunderbar. Ich würde sagen, das Auto ist heil genug. So gut haben wir es, glaube ich, noch nie in den letzten Bereich geschafft, wo wir hin wollten. Sobald wir eine Missionsmarke hatten, das läuft ja so langsam. So. Langer Ladescreen, warum auch immer. Ich skippe ihn, wenn ich dran denke. Ja. Vielleicht war das auch noch schnell genug. Oh, guckt mal, wie viel wir hier haben. Und da hinten müssen wir hin und dann müssen wir noch weiter. Okay, wird. Nehme auf jeden Fall mal die ganzen coolen Teile mit.
Ja, Benzin sollten wir vielleicht auch nachfüllen. Haben wir genug im Kanister, aber. Oh, jeez. You know, I remember Red Meadow like it was yesterday. You up to your eyeballs in paperwork. Francis coated in chalk dust from the blackboards. You mistaking my lab notes for a trash pile and throwing away weeks of work. Yeah, it'd be nice to see it again. They bulldozed that facility to the ground. There's nothing Oh. left to reminisce about. Na, Opi hat ja wieder mal prächtige Laune. Dafür ist er ja da und ich hau schon ab. Na komm, na komm. Hui. Bevor mir was zustößt. So, wir müssen. Nein, Schleim! Ich vertrag das nicht. Wünschte, ich hätte mir davor noch einen anderen Wegpunkt gesetzt. Aber wir schaffen's. Wir schaffen's irgendwie. So. Ich glaube, wir sind erstmal in You'll halbweger regret all this Sicherheit. from the very second I heard your voice coming through my speakers. I mean, Oh, shit. everything that happened here, handing over Lynn, the way the project ended, Wieso it fahre ich so cost you komisch? Alan, you know, your career, Wieso the entire hüpfe damn Olympic Peninsula, and you're still here. So are you. You chose your urban legends over everything else. Boah, You wonder if I jetzt regret it. geht's wieder. I have no interest in regret. Aber ganz schön I ruckliges want to know Terrain. if you ever felt that leaving was a real option. After everything I've seen and heard and felt here? No, not a chance. Then we have that in common. Aha. Schön, dass ihr eine Gemeinsamkeit habt. Und scheiße, dass hier wieder so eine Sektion ist, die meinem Auto gar nicht gut tut. How's Francis? He hasn't left the bedroom. I'm sorry. You didn't know about his demotion. Nein, meine Benzinanzeige It wasn't schwankt my so wild secret hin to und tell. her. It's fine. This is between him and me. Oh, nicht schon wieder ein Blitzhäschen. So, nächster Wegpunkt. Machen wir mal dahin. Dann entfernen wir das Blitzhäschen. Ja. Weg mit dir. So. Benzinkanister. Kann nicht schaden. Einmal nachfüllen. Ja, komm schon. Wieso habe ich keinen schnellen Benzinkanister? Naja. Wenigstens sollte jetzt das Spritding passen. Ich habe keine Tür mehr. Wer hat die denn wieder gemopst? Egal. So geht's vielleicht einfacher. So viel schöne instabile Energie. So, Wegpunkt ist da, der nächste. Schnell weg hier, bevor sich die Zone das anders überlegt. Na. So, Wieso what ist did jetzt so Alan tell you dunkel? about his work? Okay, jetzt ist You wieder were hell. second in command of Dr. K's lab, after all. Alan didn't discuss his work with me, nor did I share mine with him. Wait, you were head of the whole stinking department. Truck. You must have known something about what their lab was doing. If there was anything useful to be found, I'd have sussed it out already. Well, that's all Was I did haben wir after denn the drin? accident. Oh, nur eine Trying to primitive fail to find any Stoßstange. answers. Zahnrad. Aufkleber. Primitive Stoßstange, die nehmen wir mit. Warum auch immer. So. Irgendwas noch hier wertvoll. Sommerreifen, Kastenwagen, bla bla bla. Stahltür, die sieht eigentlich ganz gut aus. Egal. Die zerlegt man nur. Für das Stahlblech. Und weiter geht's. Ich will noch einen von diesen Instabilitätsdingern mitnehmen. Vor allem, wenn es hier so viele davon gibt. Ich hoffe hier, dass die Leiste voll ist, macht nichts. Und dass ich trotzdem die überschüssige Energie mitnehme. Wäre zumindest mal mein Wunsch. So, Auto verhält sich eigentlich noch ganz gut. Solange es nicht über komische Dinger fahren muss. Ja, das mag mein Auto wieder nicht. Wir sind ja gleich raus. Gleich raus. Wo ist es denn? Da vor mir. Nicht schon wieder so ein Blitzhieschen. Ich hab die Schnauze voll mit denen. Ja, hier. Verschwinde.
Sehr schön. Und los geht's. Dahin. Oh oh. Das ist oben? Nee, nach oben kann man nicht. Nicht, dass das ganze Ding oben ist. Nein, wie? Wie? Komm schon. Nimm mal ein bisschen Gummi hier. Geh nach oben. Muss ich insgesamt nach oben? Das wäre scheiße. Glaube ich nicht. Wegpunkt hinter uns. Den erwischt man. Den erwischt man. Und der scheint echt nicht oben zu sein. Das ist Glück für uns. Sonst hätte ich ein bisschen viel Zeit damit verbraten, hier schön zu looten. Meint, das hat auch Spaß gemacht. Oh, da ist noch ein Kern. Den ernte ich gern. Oh, da ist noch einer. Weiß nicht, welcher der stärkere ist. Wir nehmen beide. Muss ich halt zuerst den hinteren einsammeln. Pass auf, Autochen. So. Na also. Und dann los. Ja, nicht in die Luft geschleudert werden von den Teilen. Auto ist echt noch in super, super Kondition. Das sage ich zwar oft, aber ich glaube, das kann man verkaufen. Oh, das ist... Was ist denn das? Ist das so ein Baumbonbon? Oder ist das so ein ganz fieses Teil? Harzkompressor. Okay. Hammer. Hammer. Ah, hier gibt es diese Thermosaftkristalle. Das ist ja klasse. Da hinten haben wir noch einen, aber ich schätze, wir fahren erstmal. Ich schätze, wir fahren erstmal. So, hier drin sieht es doch schon mal ruhiger aus. I'm feeling less optimistic by the second. Not a scour this place clean. Something's here. We just can't see it. Oh, following a hunch. Not your usual MO, Oppie. No, but being suspicious of Arda is. Hm. Ist mal wieder da hinten irgendwo durch? Ich habe ja seitliche Flutlichter. Ich bringe aber nur auf der Seite was. Oh, ich dachte, da käme man zumindest durch. Vielleicht muss ich die Karte genauer anschauen. Hm. Gar keinen Durchgang? Sehen wir uns vielleicht das mal so an. Das wird die Batterie sofort niedermachen. Na, ich hab's wieder ausgemacht. Vielleicht haben wir ja so eine Chance hier, uns umzusehen. Na? Da hinten? Nee, auch zu. Auch zu. Gibt zwar einen Container hier. Okay, pass. Limbleis, okay. Das wusste ich schon davor. Whoa, driver, hang on. Dass die Lügen. Where are you going? This should have been the end of the facility. According to the blueprints, anyway. Okay, ich fahre jetzt hier lang. Wohin auch immer. Das ist ja nur mein Custom-Wegpunkt, der da war. Boah, dann nenne ich mal halt tunnelig. Das sieht aus wie das Herz der Facility. Security Protocol activated. Scan Arda Security Credentials immediately. Ja. Nein. Well, well. After all these years and Arda still has something to hide. We're definitely onto something now.
Driver, anything you find down there, scan and transmit it back to us. We'll work on disengaging the security protocol. Danke, dass ihr dran arbeitet. Macht mal ein bisschen hin. Okay, grünes Plasma. This thing in the deep zone, they called it the well. Okay. Oh, fantastic. Tobias, run those reports through the decryptor and see what you can find. Wieso ist das immer noch an? Ach, da ist noch einer. Und wo soll ich jetzt lang? Erstmal zum Auto, würde ich sagen. Hoff, jetzt bricht der Sturm nicht über uns rein. Schmetterlinge mal wieder. So. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich zu dem Ausgang da. Dann setzen wir mal den Wegpunkt auch nach da. Okay, ich muss hier aber noch nach scannbaren Labordaten alles untersuchen. Habe ich dafür überhaupt die Zeit? Wir probieren es. Nein. Eins. Nein. Schlag zu. Zwei. Und drei. Wunderbar. Ich hoffe, das Auto hat das einigermaßen überstanden. Und das Plasma ist sehr wertvoll für uns. Und die Glasscherben hoffentlich auch. So. Kann man hier oben was scannen? Die sagen zumindest, ich soll das durchsuchen. Glühbirne. Okay, da haben wir noch Versuchsdaten gehabt. Oh, you'll like this, Tobias. Your remnant origin story, if you will. Let me guess. You're about to ruin a good urban legend with a bunch of science. Fine, I'll read this one myself. Nice work, Driver. We'll review these and summarize our findings after. Sehr gut, gern geschehen. Okay, wir brauchen noch mehr Forschungsdaten. Ich glaube, in der anderen Richtung sind auf jeden Fall ist auch noch so ein Terminal zum Scannen. Mag das aber nicht, dass ich hier suchen muss. Ich dachte, das ist alles getimed. Und irgendwann bricht die Zone über mir zusammen und dann komme ich nie mehr raus. Und dann bin ich unglücklich, weil ich alles verloren habe. These lab notes are complete gibberish. What about these diagrams, though? It looks like he was trying to convey something. You can admire the doctor's newfound art skills all you want. You won't find anything useful in them. Okay, schade für ihn. So, Inventar ist voll, das muss ich natürlich gleich. Und Batterie ist leer, das ist nicht gut. War da links auch noch eins? Au. Ich habe noch so ein Plasma-Starthilfe-Ding. Das wird fürs Licht helfen. Nee, hier sehe ich nichts, was man machen könnte. So. Lass mal Starthilfe in die Hände. Na also. Und dann tun wir es gleich hier rein. Und dann... Da ist nichts. Schade eigentlich. In der Mitte vielleicht. Das Wasser kann ich zumindest. Weiß auch nicht, ob ich hier laufen oder fahren soll. Keine Ahnung. Oh, das ist aber anormal hier. Komm schon, zeig mir doch, was ich scannen soll, ihr Ärsche. Da ist noch was. This is a decrypted record of the accident. Harpy, are you sure you want to hear this? It's got details about Alan's final moments. It's been over 30 years. I'm past ready. Go on, Driver. Keep snooping and see what else you can find. Ich bin dran. Ich glaube, hier ist noch einer und danach wird's ein bisschen mau. Ja? Passt das? Ja, das hat gepasst. Alan's lab notes. Maybe my late husband sent us something useful from the grave after all. Ja, das ist doch schön. Oh. And you're all clear. Give us a moment, we'll let you know what we found in all this data. You can make your way back to the auto shop after you're done scouring the place.
And driver? Ja. Thank you. Gern geschehen. So. Schnell zur Zugangsstraße. Und wo ist hier der Durchgang? Darf ich das wieder selber rausfinden? Fahren wir mal einen Kreis, oder? Vielleicht kommen wir da irgendwo wieder raus. Hoffentlich. Ich finde das hier schwer zu navigieren, tatsächlich. Da ist die Öffnung. In der Hoffnung, dass sie uns dann tatsächlich auch zur Straße... Hey, wir sind ja direkt auf der Straße. Echt? Na gut, die war gut zu finden. Da habe ich gar nicht so viel Bammel haben müssen, dass wir hier feststecken. So, Energie haben wir auch einen Arsch voll mitgenommen. Das ist richtig gut, was wir dabei haben. So. Aber ich will unbedingt mein Motor-Upgrade. Ja, dafür muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen farmen. Vor allem diese Thermosaftkristalle. Ach, wir schauen uns das an. Wenn wir zurück in der Garage sind, was der neue Motor denn so benötigt. Mir die Frage, ob ich jetzt direkt zurückkomme oder in irgendein neues Gebiet, wo ich noch ein Portal nehmen muss. Wir werden es gleich rausfinden. So, einmal hier durch. Und jetzt... Mist. Jetzt dahin. Na gut. Ah, und ich dachte, wir wären hier fertig. Da war immer noch ein Questmarker über der Stelle. Naja. Und über der neuen Stelle ist jetzt auch noch ein Questmarker. Erstmal anhalten. Die Wüste Mittlerer Ring. Ja, und das sieht auch relativ wüst aus hier. So, alles, was keine Miete zahlt, ins Inventar vom Auto rein. So. Schön Konserven fressen, damit es uns wieder gut geht. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich nur ein Portal finden. Die instabile Energie können wir noch mitnehmen. Ansonsten sehe ich hier keinen Questmarker. Ah ne, hier steht auch nur, kehre durch ein Portal zurück. Na, krieg mal hin. Ah, nicht ohne ein bisschen Zusatzenergie eingesammelt zu haben. Oh, links ist wieder so eine miese Anomalie. Die schleudert schon ihren Schleim wieder auf mich zu. So war das nicht geplant. So. Mal sehen, ob es reicht, dass wir das Portal hier nehmen können. Was wird passiert? Ist egal. Wir fahren ja noch. Sobald wir nicht mehr fahren, haben wir dann ein Problem. Außer wir steigen halt nur kurz aus, um was einzusammeln. In das ADA-Gerät zu stecken. Oh, Gesundheitshäschen. Komm her. Komm her. Wo bist du hin? Hase der Gesundheit. Offenbare dich. So. Wir müssen hier kurz was scannen. Habe ich die Teile schon gescannt? Ich glaube nicht. Nee. Stachelstrauch. Nein! So. Glückshäschen. Randa. Wir brauchen alles Glück, was wir kriegen können. So. Und wir werden geheilt. Das ist super. Eine nicht vorhandene Tür wird es wahrscheinlich nicht ersetzen. Für den Rest ist es ja ganz gut. So. Nein, Glückshäschen, wo willst du hin? Ach, das ist noch eins. Na gut. Dann müssen wir ein bisschen zurückfahren. Damit wir das Portal, was so schön in Reichweite ist, auch benutzen können. Das kann nicht allzu weit sein. Wir waren gerade an der Grenze. Ja, da ist die Grenze. Das hat doch ganz gut geklappt. Auto noch richtig rotieren und dann geht's zurück zur Werkstatt. Ja. Das ganze Teil bewegt sich hier. Aber nicht gut. Ich wünschte, ich hätte noch irgendwie eine Lachgaseinspritzung oder so. Irgendwas, um mal richtig Tempo zu machen. Oder links, das wäre natürlich wertvoll gewesen.
Die ganzen Thermosaftkristalle. Naja. Was ist denn das? Okay. Merkwürdig. Ja. Ah, diesmal schaffen wir es ganz gut. Ist doch eine angenehmere Taktik, sich erstmal seine ideale Position rauszusuchen. Hui. Kommt das Auto zumindest fast an einem Stück wieder an. Eine Tür haben wir verloren, aber wem passiert das nicht? Ach, schönes Wetter hier. Hey, und das Auto hat wieder gute Teile. Sieht zumindest danach aus. Now we go into the deep zone. Easy peasy. Ja. Except for the issue of the old wall. Right, yeah. That. You got some genius idea up your sleeve, huh? Is that how you think it works? That scientists conjure up genius at will. Well, yeah. Do you? Well, in this case, I do. Ooh, ob ich kann was. But don't expect it to work like that every time. Driver, the quarantine checkpoints will be the best way through the old wall, but they're death traps in their own right. But I designed something to help. Ich mag keine death traps. Auf in den innersten Sektor, endlich! So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie viel Energie haben wir mitgenommen? 6,7 instabile Energie, damit können wir einiges machen. Und das, nee, das sind nur primitive Türen. Ich dachte, das wären auch wieder Stahltüren. Anscheinend nicht. Na gut, ich würde tatsächlich sagen, das reicht dann schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.